Sie ist die neue Bürgermeisterin der ewigen Stadt. Virginia Raggi, Anwältin, verheiratet, ein Kind. Die 37-Jährige war als Favoritin in die Stichwahl gegangen und gewann deutlich. Rund 2/3 der Römer stimmten für sie. Eine klare Niederlage für ihren Kontrahenten. Raggi ermutigt ihre Wähler, die bevorstehenden Herausforderungen in Angriff zu nehmen. Wir sind in einer schwierigen Lage, aber der Erfolg wird uns recht geben. Wir haben unser Grundsatzprogramm mit den Bürgern gemeinsam erarbeitet. Da erwarten sie, dass wir zusammenarbeiten und zusammenhalten. Raggi gehört der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung an. Sie will die Korruption bekämpfen und Transparenz in Roms Verwaltung bringen. Dafür haben viele Römer sie gewählt. Ich bin voller Hoffnung. Es ist kein Aufstand, aber endlich bekommen die etablierten Parteien mit einer neuen, jungen Partei Gegenwind. Ich hoffe, sie schaffen es, die Korruption zu bekämpfen. Die Menschen hier wollten einen Wechsel und das hier geht in die richtige Richtung. Wir werden die Alteingesessenen endlich los und dann sehen wir, was sie auf die Beine stellen wird. Auch in Turin wurde das Bürgermeisteramt neu besetzt. Und auch hier holte die Fünf-Sterne-Bewegung die Mehrheit. Chiara Appendino hat ihren Kontrahenten mit 54% der Stimmen ins Abseits gesetzt. Die europakritische Protestpartei feierte in 18 weiteren Städten Erfolge. Die Wahlerfolge der Anti-Establishment-Bewegung sind ein wichtiger Schub vor der geplanten Parlamentswahl in 2 Jahren. Die Wähler haben der Mitte-Links-Regierung von Ministerpräsident Renzi einen herben Denkzettel verpasst. Im Oktober steht ein Referendum über eine Verfassungsreform an. An den Ausgang hat Renzi seine politische Zukunft geknüpft.